Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen fertig. Wieso, kann ich euch sagen? Am besten, ich zeige es euch. Es ist 7:30 Uhr, wer das erkennen konnte. Wir haben Mittwoch morgens. Gestern Abend hat Deutschland 7:1 gegen Brasilien in Brasilien im Halbfinale gewonnen. Muss natürlich ordentlich gefeiert werden hier. Und ja, also ich habe noch nicht geschlafen. Ich gehe gleich, ich lege mich gleich ins Bett. Ich mache noch Vlog fertig. Ich habe noch eben ein anderes Video zu Ende geschnitten. Kommt die Tage raus. Weiß nicht, ob ich das noch heute rausbringen werde. Und zwar ist es eine neue Serie, die hier auf dem Kanal kommt. Und zwar fragen sich viele Leute immer: Hey, kannst du mir mal deine Hardware vorstellen? Also, was für Mäuse ich benutze, was für Tastatur ich habe, Headset, Greenscreen, Stuhl, dies, das. Und ich habe gedacht, machst einfach so eine Serie, stellst alles hintereinander vor, so. Ja, und mal gucken, wann das rauskommt. Also ich habe es fertig geschnitten. Muss ich gucken, wann ich das rausbringe. Sonst zum Fußballspiel 7:1. Hallo, Halbfinale 7:1 gegen Brasilien. Das ist schon bitter. Für Brasilien. Also für uns ist es natürlich super. Was man dazu sagen muss. Also mir tun die Brasilianer leid, auch wenn die Leute sagen, das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn einem die Leute leid tun, aber in Brasilien zu verlieren, weil jeder weiß, jeder kann mal schlechte Tage haben, ja, und die haben schon bestimmt einen schlechten Tag gehabt, weil die haben wie oft in 1,5 Jahren dreimal bisher nur verloren und dann gleich in Brasilien einmal zu verlieren und so hoch, das ist schon bitter. Da haben die mir schon ordentlich leid getan. Aber Deutschland hat auch diesmal stark gespielt. Hoffen wir, dass die gegen Argentinien genauso stark spielen. Also, ich hoffe, dass wir gegen Argentinien spielen, ja. Heute Abend findet ja das nächste Spiel statt. Argentinien gegen Holland. Und ich will auf keinen Fall, dass Holland gegen Deutschland im Finale spielt. Weil, wenn wir verlieren sollten, könnten wir uns in Holland nicht mehr blicken lassen. Deswegen hoffe ich gegen Argentinien, aber Deutschland wird sowieso nicht verlieren. Deutschland, vierter Stern, Leute, vierter Stern. Und ja, ne? Was gibt's sonst zu sagen? Außer Fußball. Gibt nur eine Sache, bald kommen wieder ein paar neue Streams. Keine, also DayZ-Streams weiß ich noch nicht, ob es DayZ-Streams wieder kommen. Weil zu DayZ-Streams müssen alle Zeit haben. Perry muss Zeit haben, ich muss Zeit haben, wir müssen Lust haben und wir müssen uns noch ein Konzept überlegen, was wir machen, weil einfach rumlaufen ist ja auch langweilig, ne? Deswegen muss ich mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall WoW-Streams geplant, denn ich habe, wer von euch es vielleicht weiß, ich habe damals sehr viel WoW gespielt. Und wir waren auch Arena, damals wo es kein MMR-Abuse war, also ich glaube Burning Crusade, oder, nee, WoWTK war das. Waren wir 2.6 im 3.3, waren damit glaube ich auch Platz 1, ja doch eine extrem lange Zeit. Und ich dachte mir mit meinen Kollegen, hey, lass mal wieder anfangen, gucken, wie sich WoW verändert hat. Wer will machen, kann mitmachen. Wir werden euch die Servernamen sagen. Also wir werden einmal leveln, einmal ein bisschen Arena spielen mit unseren alten Chars. Ich habe, glaube ich, einen 2.6 Hexer. Der andere hat einen 3.1 Magier und der andere ist komplett neu. Also wir werden schauen, wie es funktioniert. Hauptsache, wir haben ein bisschen Spaß, ne? Wer mitzocken will, ein paar Dungeons mit uns machen will, kann gerne mitmachen. Also wer auf dem Server wird. Wenn uns die Leute fehlen können, werden wir euch natürlich inviten. Werden wir auch ein paar Achievements oder so, ein paar Dungeon-Achievements jagen. Und ja, ne? Also, seid da gespannt. Wird bald kommen. Sonst, ich habe sehr viel CSGO aufgenommen, also ich habe noch 6, 7 Folgen jetzt in den letzten 2, 3 Tagen aufgenommen. Wir haben sehr viel mit der Community gespielt, also wir waren immer zu 2, zu dritt, haben uns dann ein, zwei Leute aus der Community, aus meiner Friendlist einfach noch mit eingeladen oder jemand, der gejoint ist. Hat sehr viel Spaß gemacht, wird auch bald kommen, als zweites Video irgendwann, wenn ich genug habe. League of Legends dauert noch ein bisschen an, also da fehlt leicht noch so. Ich weiß noch nicht, ich kann mich noch nicht entscheiden, wie genau ich das machen möchte, weil einfach nur volle Games ist irgendwie auch zum Teil langweilig. Aber wird schon funktionieren, Leute. Ich habe euch lang genug aufgehalten. Genießt diesen Tag. Hoffen wir, dass heute Argentinien gewinnt und dabei vielleicht alle Spieler sich verletzen. Aber Leute, wir sehen uns. Ciao.